Mein Name ist Ralf Lorenz. Ich kandidiere für den Deutschen Bundestag hier im Wahlkreis 97, Rhein-Sieg 1. Liebe Leser und liebe Leserinnen vom Rhein-Sieg-Anzeiger, liebe Wählerinnen, liebe Wähler. Ich möchte das Amt des Bundestagsabgeordneten gerne so ausfüllen als Dienstleister, als Ihr Dienstleister für die Region in Berlin im Deutschen Bundestag. Ich möchte mich einsetzen für mehr familienfreundliche Radwege. Diese Verfahren müssen entbürokratisiert werden. In Dreisel zieht sich so etwas schon sehr lange hin. Der Horstmannsteg in Hennef, der wurde lange Zeit verhindert. Oder auch der Radweg zwischen Hennef und Neunkirchen bei Remschoss ist heute nach vielen Jahrzehnten endlich Wirklichkeit für die wichtige und dringende Sicherheit der Kinder. Ich möchte mich aber auch stark machen für mehr Geburtshilfen im Rhein-Sieg-Kreis. Hier in Altorf habe ich vor vielen Jahren für die Geburtshilfe 44 Wochen lang demonstriert. Weitere Geburtshilfen im Rhein-Sieg-Kreis sind leider geschlossen worden. Bad Honnef, in St. Augustin, die Neonatologie, Troisdorf ist aktuell zur Debatte und hier in Altorf leider auch. Das muss sich ändern. Wir brauchen wieder mehr Geburtshilfen mit natürlichen Geburten vor Ort. Das stärkt die Familien, die Mütter und auch die Gesundheit der Kinder, da erwiesenermaßen bei einer guten Versorgung auch die Allergieanfälligkeit und die Gesundheit der Kinder einfach gestärkt wird. Ich möchte, dass es künftig wieder heißt, geboren in Altorf, in Troisdorf, Bad Honnef, St. Augustin. Dafür möchte ich mich im Deutschen Bundestag stark machen. Des Weiteren glaube ich, dass wir wieder im Deutschen Bundestag mehr Mut für Marktwirtschaft brauchen, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit. Das sind Attribute, die uns über 70 Jahre lang Friede, Wohlstand gebracht haben. Und diese Werte heute mehr denn je in Gefahr sind. Und dafür möchte ich mich stark machen. Gehen Sie zur Wahl. Erststimme Ralf Lorenz, Zweitstimme FDP. Sie können mir vertrauen. Vielen Dank.